Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein. Nicht wahr, meine Freunde? Und ja, eigentlich wollte ich erst Montag wieder aufnehmen, damit ich halt direkt auf eure Kommentare eingehen kann. Aber wir haben heute Sonntag und ich werde... Vielleicht werde ich heute sogar eine Folge... Ja, weiß nicht, ob ich das schaffe. Holzfarm, genau, die Holzfarm war unsere Priorität. Wir waren ja, oder ich war ja gestern beim Livestream vom Opa Zeron dabei. Und habe ja dort, jetzt sollten wir was zu essen holen. Wobei, wir müssen erstmal andere Essensvorräte aufessen, ne? Die werden schon gammelig dann. Was wollte ich Ihnen sagen? Ach genau, wir haben ja dort, die Formel Schweinzeit beschlossen, was denn dort, so passieren wird, soll, möchte, darf, wie auch immer. So, das kann hier rein. Das kann hier rein und das hier kann hier rein. Da nicht rein, da rein. So. Kohle haben wir hier keine, hier haben wir aber Kohle, können wir die Hälfte von wegnehmen, dann können wir die da reinpacken und bam, ne? Hallo! Ja, gut, trotzdem haben wir nichts zu essen, ne? Verdammt. Die kann man auch noch reinpacken. Ne? Zack. Wir hatten doch irgendwo Steaks, oder nicht? In der Kiste rumgammeln. Und ich muss gerade mal die Geräusche anpassen. Auf, machen wir 50. Fertig, fertig. So. Die Musik muss ja auch anständig zu hören sein. Habe ich recht oder habe ich recht? Recht hat er, ne? Ja, ich weiß. So, hier ein bisschen Kohle. Und gerade brechen die Frames ein. Warum auch immer auf 30? Alter, wollte ich mich verkohlen? 60? Okay, jetzt geht's wieder. Alles klar. Ja. Was wollte ich sagen? Hier müssen wir auch noch Decke reinziehen. Wir machen erstmal direkt weiter an der... Holz... Nee, die Holzfarm, nicht? Nicht wahr? Nicht? Nur mal so nebenbei. Wir sollen mal nach oben, okay. Wir sollten mal nach oben gehen und gucken. Ja, hier müssen wir eigentlich auch noch weiterbauen. Wir müssen das Ganze hier mal abschließen. Eine abschließende Sache draus machen. Das hier kloppen wir mal auf, damit hier keiner rein kann. Zack, wieder zu. Vielleicht sollten wir auch eine Tür einbauen. Ne? Wie sieht das aus hier, Freunde? Habt ihr jetzt mal ein bisschen... Die machen keine Liebe, warum nicht? Macht ihr ein bisschen Liebe? Auch nicht. Wie könnten wir das Ganze anders hinkriegen? Da müssen wir mal gucken. Hier unten, das läuft ja super scheinbar, oder? Jo, 32 Brote. Hallo, 32 Brote, was ist denn los? Können wir hier mit reintun. Fertig. Das hier unten funktioniert super, aber das funktioniert auch nur, weil die will zu ihm. Also die hat scheinbar keinen Hunger. Also die hat Hunger, meine ich. Wenn die Hunger hat, dann würden ja die anderen beiden denen geben. Aber der hier hat scheinbar keinen Hunger. Bist du voll? Warte mal. Warte mal. Bist du voll? Hast du die jetzt genommen oder nicht? Ach. Guck nicht so traurig. Tja, der wollte wohl scheinbar was anderes werden. Wir nehmen mal eine Abkürzung, ne? Kürzen die einfach jetzt mal ab. Zack. Denn wir wollen ja da hinten hin. Hey. Zwei. Schade, das wäre auch zu schön gewesen, ne? Und scheinbar können hier doch Zombies rüber. Das heißt, wir müssen da mal ein bisschen was machen, ne? So, und hier runter und hier runter und... Aua! Beine gebrochen. Wir müssen auf jeden Fall über die Brücke und erstmal was essen. Ja, je nachdem, ob ich die Folge heute rausbringe, am Sonntag oder erst am Montag, habt ihr halt eine Folge, ne? Versteht ihr? Ja, die Holzfarm. Die Holzfarm, das wird noch ein Monsterprojekt hier, ne? Das wird scheinbar nie enden. So, das kann weg. Ach, wir haben noch die Lore von der Zugfahrt drin, ne? Zack. Aber wir brauchen auch... Die Haltbarkeit ist ja fast runter. Die mit Behutsamkeit, dann können wir nämlich Steine sammeln. Steine sammeln!
glaube, das sind sogar jetzt die einzigen, die wir bauen können, ne? Na gut, dann bauen wir hier die hier noch normal ab. Bis sie kaputt ist. Und noch ein bisschen Kohle. Ist ja egal. Ja, wir könnten effektiver arbeiten, aber... Wir machen die jetzt hier kaputt und dann ist... Dann haben wir nicht mehr so viel Schrott rumliegen, ne? Kohle, zack, zack. Zack, zack, zack. Die geht hier durch wie Butter. Naja, fast. Wenn wir erstmal mit der Behutsamkeit hier arbeiten, dann wird das schön. Sammeln wir Steine. Also wir schlagen dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, ne? Wir schlagen Steine und haben dann direkt schon Steine zum Bauen und... Ja, das war's. Und es geht jetzt ziemlich zügig dann voran. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zum Livestream gestern. Leider musste ich ja früher gehen. Ja, es war halt bedingt, weil ich ja noch einkaufen musste. Und hier in Magdeburg, da ist es halt so, dass die Geschäfte hier samstags um... Hehe, hab ich doch gewusst hier. Die Geschäfte samstags um... Okay, jetzt weg. 20 Uhr geschließen. Das ist halt das Ätzende, ne? Eine Großstadt und die Geschäfte samstags um 20 Uhr. Da möchte ich sagen, in meiner Heimatstadt haben die Läden bis 21 Uhr mittlerweile jetzt noch offen, aber die hatten eine Zeit lang, also eine ganze Zeit lang, mehrere Jahre, bis 22 Uhr offen. Scheint sich aber scheinbar nicht mehr zu rentieren. Oder zu lohnen, wie auch immer. Überall wird ja eingespart. Ja, was gab's denn gestern noch so Neues? Oder allgemein so. Gestern, was heißt gestern? Gestern war ja dann Sonntag. Also, je nachdem, wann ich die Folge, wie gesagt, rausbringe. Es gab vergangene Woche. Oder jetzt die Woche, die halt läuft, wie auch immer. Ist doch jetzt egal, Mensch. Habe ich einen Film gesehen. Ein Film, der richtig, richtig gut ist. Ich habe erst gedacht, okay, der Film hört sich jetzt nicht so toll an. Aber... er spielt halt im Zweiten Weltkrieg halt, ne? Was halt eigentlich ausgelutscht ist. Wobei ich ja ehrlich gestehen muss, es gibt ja auch ein Spiel, was Zweite Weltkriegsszenario wieder hat. Und, also ein recht aktuelles Bataillon, irgendwie 1944 oder so. Ja, der Titel ist jetzt nicht so der Burner, aber ist ja auch egal, ich wollte eigentlich zum Film was sagen. Und zwar heißt der, Herz aus Stahl, also Fury heißt der irgendwie. Oder Stahl aus Herz? Nee, Herz aus Stahl. Und das spielen halt zum Beispiel Brad Pitt mit und wie heißt denn der? John Bernhardt oder so von The Walking Dead, Shane. Dann noch hier von Shia LaBeouf oder wie er heißt. Und ja, erstmal eine richtig gute Besetzung. Die Schauspieler haben ihre Synchronstimme, die man so kennt. Die typische, also deren originale Synchronstimme, sage ich mal. Und der Film ist richtig, richtig gut. Er ist richtig gut gemacht. Er handelt halt davon, dass halt ein Panzertrupp, wo es dunkel, halt eine Kreuzung irgendwie halten soll, beziehungsweise deutsche Stellungen fertig machen soll. Ja, ist jetzt halt gegen Deutschland natürlich. Und die Amis werden halt wieder ins Positive gerückt. Und aber jetzt wird auch gezeigt, wie sie halt nicht so positiv sind, die Amerikaner, ne? Mhm. Oder waren. Und eine Szene hat mich ganz besonders, ja, kann man sagen, berührt. Hoch. Und zwar war das die Szene, wo das Panzer, ja, der Panzerzug, sage ich mal. Der war in dem Moment aus vier, ich glaube vier Zügen. Also vier Panzer, nicht vier Züge. Bestand aus vier Panzer. Und der zog halt eine Straße entlang. Und da war dann am Rand eine Frau, also eine Flüchtlingsfrau, also, ne, also eine deutsche Flüchtlingsfrau, die halt versucht hat, vor dem Krieg halt zu fliehen. Ist ja ähnlich wie jetzt die Situation mit Syrien und so, ne? Ja, bloß, dass da damals halt andere Sachen, also andere Werte gab, ne? Und die Leute wussten größtenteils, wie man sich benimmt. Anders als viele Flüchtlinge, die jetzt hier... Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat diese Frau
vor einem toten Pferd gekniet und er hat das geschlachtet, sag ich mal. Also hat sich da halt Fleisch rausgeschnitten. Und diese Szene hat mich deshalb berührt, weil meine Großmutter hat mir davon erzählt, dass sie, also die mochte halt kein Pferdefleisch, weil sie während des Krieges, wo sie fliehen musste aus Ostpreußen, da dort der Russe einzog und der ja, so wie sie es mir erzählt hat, vergewaltigt hat, gemordet und das nicht gesehen, dann sind die halt geflohen, also meine Großmutter. Und sie musste dann halt auch, also diese Frau hat mich stark an das erinnert, was meine Großmutter mir erzählt hat. Sie hat halt gesagt, ja, sie musste halt tote Pferde essen, die halt schon mehrere Tage auch tot waren. Also es hätte sein können, dass das Fleisch schon verdorben war, wie auch immer. Und deswegen mochte sie kein Pferdefleisch. Und diese Szene, die war so gut dargestellt, dass ich habe gedacht, die haben mir im Kopf reingeschaut und haben diese Szene quasi halt, was bei mir aus der Erinnerung bzw. aus der Vorstellung ist, wie es mir meine Oma erzählt hat, raus operiert und in diesen Film reingebracht. Und allein nur wegen dieser Szene finde ich diesen Film schon klasse. Und solltet euch den mal angucken. Ich glaube, der war sogar im Kino. Ich kann mich ganz schwach erinnern, dass der in der Kinowerbung war und ich mir gedacht habe, oh nee, schon wieder ein Zweiter Weltkriegsfilm, oh nee, ist kein Bock drauf. Aber ich muss jetzt sagen, irgendwie bereue ich es, dass ich den nicht im Kino geguckt habe. Der war echt gut. Ja, das war das eine. Das andere, da müsste ich eigentlich noch, das hat Zeron in seinem Livestream auch angesprochen, dass ich so einen Grundgedanken habe, keine Form Schweinsstrecke zu machen, sondern sowas ähnliches. Ja, yeah, genau, eine Red Bull Air Race Strecke. Bloß, dass es dann mit der Pegasus ist. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich noch geheim, ist alles noch in den Kinderschuhen der in Entwicklung. Ja, ich habe vor halt erstmal, wie gesagt, das zu planen und darüber mit Zeron auch zu sprechen. Da müssen wir definitiv mal sprechen, Zeron. Und das genau planen. Und vielleicht sollte es auch so sein, dass man, ja, da zusammen dran arbeitet. Also nicht nur du und ich, Zeron, sondern halt irgendwie vielleicht sogar in einem Livestream irgendwie mal etwas macht. So zusammen, wo halt, ich sag mal so wie gestern. Gestern waren ja richtig viele Leute hier, ne? Ich meine, heute ist die Liste oben leer. Gestern war sie proppenvoll. Ja, gestern beim, ja, ich sag jetzt gestern, weil ich halt am Sonntag heute aufnehme. Halt beim Livestream vom Oberzeron, da war es halt so, dass, wer war denn alles da? Zeron war da, Zordon war da. Muss ich mal zählen. Zeron, Zordon, Delfino, Dune, Powerplayer, Showkay, ich. Habe ich ihn vergessen? Zero, Delfino, Zordon, Dune, Showkay, Powerplayer und ich. Genau, sieben Leute waren wir, oder? Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, also bis zu der Erkundung von, wo ist es denn? Hier unten, dem Dorf, ne? Das Dorf. Ja. Und das war echt cool. Und sowas könnte man halt auch dann machen, wenn halt dieses, wenn es soweit kommen sollte, wenn es spruchreif ist, könnte man sowas auch machen. Ja. Wobei ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mir hierbei zu helfen und den ganzen Berg hier abzutragen. Wenn ihr also Steine braucht, kommt vorbei, holt euch die Steine. Oder Fasgard, wie wär's? Hast du nicht Lust? Fasgard, von dir hört man übrigens gar nichts mehr. Das finde ich schade. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ich gucke gerade auf 14 Minuten haben wir aufgenommen. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ach ja, ich sollte mal meine Rüstung anziehen, ne? Nicht, dass uns ja einer von hinten erschießt. Ja, Need for Speed geht noch weiter. Das, Let's Play. Die eine Folge hat auch 20 Aufrufe, das finde ich schon mal sehr gut. Und
Ja, damit laufen ja dann jetzt gerade momentan zwei Rennspiele quasi hier auf dem Kanal. Und ja, irgendwie, mal gucken, ob ich da zeitlich nicht in die Bredouille? Naja, wie auch immer. Komme. Weil drei Projekte gleichzeitig ist dann doch schon ein bisschen schwierig. Und es sind ja nicht nur drei, ne? Es ist ja theoretisch sind es ja vier, wenn man meine kleine Mini-GTA-Serie, die sehr viel Zeit für die Produktion benötigt, auch bedenkt. Wobei die Serie ist ja eh bald vorbei. Zumindest habe ich das so geplant, dass sie bald vorbei ist. Weil sie nur ähnlich wie zum Beispiel die 10. Staffel von Akte X sein soll. Und nur 6 Episoden. Geplant sind. Ach ja, so. Uiuiuiui, ich sag euch das. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt demnächst Urlaub. Ab kommenden Mittwoch, also kommenden Donnerstag, habe ich Urlaub. Bis nach Ostern. Ich habe zwischenzeitlich nochmal 3 Tage Schule. Aber danach habe ich eigentlich genug Zeit, um aufzunehmen. Und vielleicht werde ich wirklich die GTA-Serie so weit vorproduzieren, dass ich die Folgen komplett abschließe. Und dann werde ich halt entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Je nachdem, wie euer Feedback ist. Ne? Also so ist das halt. Was gibt's sonst noch? Ach so, ja, ich hatte ja letztens irgendwie mal eine Infokarte eingeblendet und habe eine Umfrage gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel daran teilgenommen haben oder ob überhaupt jemand daran teilgenommen hat. Denn momentan ist es ja auch so, mit den Abonnenten stagniert das Ganze. Also wir sind die ganze Zeit jetzt bei 131. Und ja, irgendwie muss ich mir das was einfallen lassen, ja? Ich möchte halt doch schon das Level ein bisschen erhöhen. Vielleicht sogar mehr Livestreams. Wie wär's? Wollt ihr einen Livestream? Hier auf YouTube? Oder auf Twitch? Oder... Ja. Müsste ich mir mal was einfallen lassen. Habe ich recht? Recht hat er. Da wird uns aber schon was einfallen. Aber wie gesagt, erstmal ist hier die Holzfarm dran. Und wenn wir die Holzfarm hier fertig haben, dann... Ich habe ja gedacht, dass die reichen würde, aber die ist ja inproduktiv, also nicht produktiv genug, sage ich es mal so. Dann braucht er jedoch dann schon, den gewissen Abstand. Also wenn man die Bäume halt direkt zusammen macht, dann droppen halt nicht so viele Säpplinge, wie man brauchen würde, um neu zu pflanzen, ne? Vielleicht sollte ich auch das Konzept ein bisschen überarbeiten. Nicht 2 Reihen nebeneinander, sondern immer eine Reihe hintereinander. Quasi wie so ein Holzband dann, ja? Könnte man drüber nachdenken. Nicht wahr? Ja. Offscreen werde ich ja natürlich auch noch weiter buddeln, ist klar. Muss ja, sonst wird es hier nie was. Und, im Livestream habe ich gehört, dass der Delfino auch eine Rennstrecke machen will. Eine Formel-Schweins-Rennstrecke. Da bin ich mal echt gespannt. Er muss erstmal 2017 das Gasthaus für mich fertig haben, damit ich ihn besuchen kann. Und damit ich ihn besuchen kann, muss er den Tunnel fertig haben. Also seinen Tunnelabschnitt, sagen wir es mal so. Wir natürlich auch. Wenn wir da weiterbauen, steht in den Sternen. Wobei, wenn wir da weitergebaut haben, brauchen wir auch den Anschluss zum Bahnhof. Und den Bahnhof müssen wir auch noch planen bzw. bauen. Und der soll ja auch ein bisschen besonders werden, ja. Und es ist dunkel. Das heißt, wir gehen ins Bett und ich sage dann schon mal, sage ich einfach bis morgen und auf Wiedersehen. Tschüss!